Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von TransSimWorld 3, der Danny spielt das. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ihr zu dem Szenario kommt, was ich euch in meinem letzten Video vorgestellt habe. Und zwar geht ihr dazu ganz normal auf eure Zughalle, dann auf Szenarien, nehmt euch die BR401, gern auch die mit dem grünen Streifen, geht dann auf das Szenario Wird's Winter und zeige euch dann, wie es gleich weitergeht. So. Kommt natürlich erst die übliche Szenario-Einführung. Die ist soweit zu ignorieren. Natürlich ganz normal schon auf, wenn ihr die Erlaubnis habt, natürlich auf euren Sitz setzen. Noch ist die nicht da, wie ihr seht. Das wird sich aber gleich ändern. So, wir sollen uns draufsetzen. Die Türen werden, beziehungsweise die Fahrgäste werden einsteigen, aussteigen. Ihr braucht eigentlich im Prinzip nur zu warten, bis die Türen zu sind. Ihr braucht auch nicht unbedingt die Scheibenwischer anmachen, das ist alles nicht nötig. Ihr braucht keine Zugsicherungssysteme, gar nichts. Könnt ihr dann in der Zwischenzeit ein bisschen draußen umsehen, was hier so abfährt. Ein ICE3 mit grünem Streifen macht sich auf den Weg. Und ihr seht, obwohl ich den ICE1 mit grünem Streifen genommen habe, ist der dabei rausgekommen. Aber ja, das ist dann halt so. So, wenn das Ein- Aussteigen abgeschlossen ist, verriegeln wir die Türen. Setzen uns wieder in unseren Führerstand. So, das ist passiert. Dann nehmt ihr den oder macht ihr den Fahrtrichtungswender einfach auf rückwärts. Löst die Bremse. Und macht dann das, was ihr gar nicht machen sollt, dürft eigentlich im normalen Leben. Aber wir machen es. Und zwar, wir fahren rückwärts. Dem roten Signal entgegen. Und zwar gerne ein bisschen schneller. Und dann seht ihr, was gleich passiert. Das Szenario wird abbrechen, natürlich. Und dann habt ihr das nächste Szenario, Vorbereitungsarbeit. Das ist also der simple Trick, um auf dieses Szenario zu kommen. Einfach das Szenario für die Strecke Kassel-Würzburg-Würzwinter nehmen, den ICE1 nehmen, dann die Türen schließen, wenn es soweit ist, dann rückwärts übers rote Signal fahren und ihr seid da, wo ich dann auch war. Könnt dann dieses Szenario fahren. Vorbereitungsarbeit nennt sich das und ja, das ist eigentlich der simple Trick dahinter. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Lust habt, dieses Szenario zu spielen, dann wisst ihr jetzt, wie ihr da hinkommt, wie es geht. Ja, das war's dann mit diesem kurzen Video, mit diesem kurzen Infovideo dazu. Ja, ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt mir treu, bleibt gesund. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.